Simon Zoller ist unser zweiter Gast bei der VfL-Spieltagsanalyse. Zolli, ein irrer Spielverlauf liegt da hinter uns gegen Bielefeld. Du hast einen Teil davon von draußen gesehen, dann den entscheidenden vom Platz aus selbst. Wie war die Gefühlswelt in diesen 90 Minuten bei dir persönlich? Ja, ein Auf und Ab, würde ich sagen. Erstmal ein bisschen traurig gewesen, dass nicht von Anfang an dabei. Dann hast du nach der Halbzeit gute Chancen, kriegst im Gegenzug zwei Tore. Dann drehst du es wieder, dann kriegst du wieder am Ende. Glaube ich, war für ein Derby alles drin, alles reingepackt. Und am Ende vielleicht dann einerseits ein glücklicher Punkt, andererseits vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Wir haben die entscheidenden Szenen dabei, wollen natürlich reinschauen und da stand uns diesmal eine ganze Reihe an Szenen zur Verfügung. Wir beginnen mal mit der zweiten Halbzeit und die ging gleich spektakulär los mit einer Doppelchance für den VfL. Lee und Gamboula, vielleicht sagst du aus Stürmersicht ein bisschen was dazu? Na, erstmal erobern wir guten Ball, dann Fehlpass, wo wir dann direkt wieder 4-5 Leute vorne am 16er sind und klar, dann Chungi den Ball super genommen, Nachschuss. Erstmal gut, dass wir da zu Chancen kommen, so im 16er mit vielen Leuten. Dann am Ende natürlich auch Pechel, natürlich auch gut. Schade, dass dann von Silvia der Ball nicht reingeht. Danach hat uns der Gast ziemlich eiskalt erwischt, zwei Tore in 2 Minuten. Wir nehmen mal das 0:1 exemplarisch. Was hat da bei uns nicht gestimmt? Ja, erstmal, ich weiß nicht genau, wie der Pass zustande kam davor, aber ist halt ein bisschen ungeordnet. Rücken vielleicht nicht konsequent nach. Dann auch vielleicht vom Mittelfeld kreuzen hier dann auch nochmal, weil Simon raus muss. So, ich weiß nicht, ob er den spielen will oder annehmen will. Also, das ist dann auch nochmal. Sondern am Ende schießt er von 6 Metern frei aufs Tor. Ich glaube, hat die Zuordnung jetzt nicht so ganz gestimmt. Und natürlich, wenn du dann zwei so Hochkaräte hast, dann direkt im Gegenzug da das 0:1 bekommst, dann hast du natürlich erstmal einen von Latz geknallt bekommen. Genau, kurz darauf ist dann ja auch das 0:2 gefallen, also der nächste Nackenschlag. Danach hatte man so ein paar Minuten das Gefühl, okay, jetzt zurückzukommen wird ganz, ganz schwer. Dieses 1:2 Elfmeter-Tor von Danny Blum hat dann so ein bisschen Hoffnung gegeben. Wir gucken uns mal die Szene vorher an. Das Foulspiel an Tom Weiland. Hättest du auch gegeben? Gut, ich kenne Tom aus dem Training jetzt seit knapp 8 Monaten. Deswegen weiß ich, dass er gerne auch mal einen Haken schlägt und auch die sehr, sehr gut macht. Ist natürlich jetzt vom Vogelsammer vielleicht jetzt nicht ganz so glücklich, wenn du bei 0:2 so im 16er auf den Fuß steigst. Macht Hille super und ist natürlich dann zu einem guten Zeitpunkt nicht zu spät im Spiel. Dann diese eine Chance, was wir uns dann da quasi erarbeitet haben, nochmal ranzukommen. So, Blume macht dann das 1:2 und dann sind alle Dämme gebrochen. War wichtig, dass wir dann relativ früh in der zweiten Halbzeit dann eben den Anschlusstreffer erzielt haben. So haben wir die Möglichkeit gehabt, dann nochmal alles reinzuwerfen. Danach ging es dann auch Schlag auf Schlag. Wenig später das 2:2 und später auch die Führung. Ganz entscheidend mit dabei das Sturmduo Zoller-Gamboula. Wir gucken uns mal den Ausgleich an. Hier Ballgewinn. Da kommst du mit ins Spiel. Passt auf Gamboula und eiskalt rein damit. Also wir haben immer oft diskutiert beim Einwurf, haben auch angesprochen schon zigmal, dass wir uns einfache Chancen gegen uns bekommen durch Einwürfe. Da haben wir jetzt sogar ein Tor gemacht aus dem gegnerischen Einwurf, wo wir einen Ball erobern, direkt nach vorne spielen. Bisschen Glück gehabt, dass Will Hill nochmal durchkreuzt vorne, dass kein Abseits gegeben wird. So, Silvia nimmt den auch gut an, war ein halber Schuss von mir. sondern kannst du noch nicht halten, so ins kurze Eck. Ja, und wie gesagt, kommst rein, Hille und auch ich bei 0:2. So rechnest jetzt nicht mehr mit arg so viel. Bist natürlich auch gebeutelt durch den Rückstand nach so zwei großen Chancen von uns. Aber wie gesagt, so das 1:2 war, glaube ich, extrem wichtig, dass wir gesehen haben, okay, die können auch Tore kassieren. Und, ich glaube, ganz entscheidend war dann eben nach diesem Einwurf dieser Ballgewinn, das Umschalten. Dann auch konsequent nach vorne zu spielen und dann eben auch mal aus dem 16er oder außerhalb vom 16er auch mal einen abzulassen. Und so hat in der Situation dann gut gepasst. Und auch das war es dann noch lange nicht. 5 Minuten vor dem Ende das 3:2 durch Simon Zoller. Wir gucken uns die Szene natürlich an. Ja, Nilo geht steil. Super, super Weg durchs Mittelfeld. Da vielleicht ein bisschen Glück, aber auch konsequent durchgezogen. Und da muss der Torjäger stehen. Ja, ein bisschen.
ja, gefährlich, geht er direkt rein von Silvera, überlegst natürlich, weiß natürlich nicht, was im Rücken passiert, abseits, so ein bisschen die Linie genommen vom Fünfer, dass du auch sicher bist, dass du einen Schritt hinter ihm bist, wenn er quer spielt oder nicht reingeht. So aber dann auf Nummer sicher, so ein, klar, dann stellst du das Spiel auf den Kopf, bist euphorisch, alle glauben es nicht mehr und hast dann trotzdem gedreht. Bisschen ärgerlich, dass du nach jedem Tor so ein bisschen Diskussionen hast. Genau, das ist die nächste Szene, die wir haben. Genau, der Schiri dann immer am Mittelkreis steht und diskutiert und keiner weiß so recht, feierst erst, lässt sich feiern und weiß dann am Ende nicht, ob es zählt oder nicht. Ja, in dem Fall dann alles regulär. Richtig, das 3:2. Ist ja auch mal blöd, also du siehst dann Klose jetzt hier zum Beispiel, bis der Gegner hoffst irgendwie, der andere hofft, dass er drin ist, das zählt so. Du hast nicht dieses Selbstverständnis, es ist ein Tor, der Schiri pfeift, alle freuen sich. So, es ist ein bisschen abgehackt alles. Klar muss es seine Richtigkeit haben, ist in Ordnung. Aber es ist immer ein bisschen blöd, so, dann hast du 2 Minuten Pause, stehst da doof. Und, die eine Seite kann man verstehen, aber auch die Spieler, ist ein bisschen wild alles. Leider nicht das letzte Tor an diesem Tag. Das 3:3 war der Schlusspunkt. Besonders bitter, da Toto Lucia ins eigene Tor getroffen hat. Muss aber hingehen, oder? Ja, ich glaube, dass Toto dann einfach in der Kette dann der Letzte einfach ist, der das irgendwie versucht auszubaden. Ich denke, dass der Klos dahinter definitiv aufs Tor schießen wird. Ob er dann reingeht, weißt du nicht, aber relativ groß ist die Chance oder die Möglichkeit, dass er dann reingeht. Ja, fängt vorher schon an, dass wir vielleicht nicht konsequent vielleicht auf den Ball drauf gehen, der vorne reingeschlagen wird, dann nicht mitlaufen. Vielleicht der eine Verteidiger zu hoch steht, dass er den Ball unbedingt im 16er querspielen kann. Wenn du so ein Spiel nach 0-2 drehst, darfst du kein Tor mehr kassieren. Dann musst du das konsequent zu Ende spielen. Wir haben auch gut gemacht, fand ich, nach dem 3-2. Wir haben vorne auf der linken Seite oft den Ball gehalten, Eckball rausgeholt, Freistoß rausgeholt, wo ich mir eigentlich sicher war, dass das an sich nichts mehr anbrennt. Mhm. Und du die an dem Tag geknackt hast, so zurückgekommen bist und das Gefühl hast, dass von dir nichts mehr kommt und dann ein langer Ball, so ein Querpass, wo am Ende dann Tote der Unglücksrabe ist, wo du dann keinen Vorwurf machen kannst, der nicht hingeht, geht er trotzdem aller Voraussicht nach zumindest aufs Tor. Kann passieren, so. Toto war danach natürlich ein bisschen geknickt, so, man hat gesehen, ihr habt den alle aufgebaut. Natürlich, so, Toto ist der Letzte in jedem Spiel an die 14 Kilometer oder 13 Kilometer abspult und fast in keinem Spiel fehlt und immer vorangeht, so ist er jetzt in dem Fall eben der Unglückskrabbel gewesen. So kannst du keinen Vorwurf machen. Besser er macht ein Tor als der Klos. Okay, alles klar. Lass uns noch ein bisschen auf das nächste Spiel gucken. Die Liga macht Pause, jetzt steht der DFB-Pokal an. Deine Beziehung zu dem Wettbewerb, hast du Bock drauf? Ja, ich habe relativ gute Erfahrungen schon gemacht im Pokal. Schon mal ein Halbfinale gespielt mit Kaiserslautern in München damals, wo wir ausgeschieden sind. Habe eine auch relativ gute Quote im Pokal. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass gerade für solche Gegner so ein Spiel wahrscheinlich das Spiel des Jahres ist. Und es ist jedes Jahr das Gleiche, dass nicht nur wir, sondern auch andere Mannschaften gegen unterklassige Gegner spielen. So, und das einfach wichtig ist, weil wir genau wissen, dass es ein Pflichtspiel ist und der Pokal eben erstmal vom finanziellen Aspekt her für den Verein, aber auch für uns als Team enorm wichtig ist. Und deswegen wollen wir das seriös angehen und bereiten uns da auch in aller Konsequenz drauf vor. Und für uns zählt nichts anderes, als eine Runde weiterzukommen. Perfekt, dann wünschen wir viel Erfolg dabei. Vielen Dank. Danke für deinen Besuch. Danke dir.